Wir sind hier in Wiesbaden am Schlachthof. Hier gibt es Partys, hier gibt es Konzerte und heute eine ganz besondere Veranstaltung, die heißt Liebe, Leben, Feiern. Die ist für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung zum ersten Mal. Es gab schon mal die Schatzkistenparty, die war explizit nur für Menschen mit Behinderung. Wir haben jetzt so 19:30, 20 Uhr. Party ist seit 19 Uhr im Gange und wir schauen jetzt mal, ob hier schon richtig abgedanced wird. Kommt mal mit. Auf diese Party kann echt jeder kommen, egal jetzt, ob jetzt männlich, weiblich oder divers. Das ist egal, ob jetzt eine Beeinträchtigung oder so. Es kann einfach jeder kommen. Ist auch was Besonderes, weil da kann man ja auch tanzen, Spaß haben und alles umtragen. Ausgelassene Stimmung bringt einen immer schneller in Kontakt, das ist klar. Gemeinsam tanzen, da muss man auch nicht immer viel sprechen, sondern hat trotzdem schnell, kommt man in Verbindung. Im Sinne der Inklusion sind alle Menschen eingeladen. Wir haben eine Gebärdendolmetscherin für Menschen, die nicht so gut hören können und die Texte nicht verstehen können. Wir haben Ansprechpartner hier, die zur Verfügung stehen für alle Angelegenheiten. Hier sind alle so offen, man lächelt Beeinträchtigte an, es kommt direkt ein Feedback zurück und das freut mich natürlich auch, wenn ich dann sehe, dass ich nur mit einem normalen Blick denen irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe. Also ich fand das halt super, super toll. Ich stehe normalerweise auf großen Bühnen, wo Tausende von Menschen sind und das ist halt manchmal einfach überhaupt nicht möglich, einzelne Menschen zu beobachten und hier ist es einfach. Ich fand das einfach so schön, dass diese Menschen einfach Spaß hatten, auch wenn wir ein kleineres Publikum waren. Ich, keine Ahnung, war herzergreifend. Wir waren jetzt so 2,5 Stunden hier auf der Party. Die Bands, die sind jetzt fertig, dafür gibt es jetzt DJs und ich muss sagen, so langsam gehen die Leute auch heim. Aber es war eine richtig, richtig spannende, tolle Erfahrung. Ich habe mal versucht, die Leute zu zählen, war gar nicht so einfach. Es waren über 200 auf jeden Fall. Und gerade bei den Bands gingen die ab und haben getanzt und haben echt, echt viel, viel Spaß gemacht. Und was mich persönlich echt fasziniert hat, war die Musikdolmetscherin. Da war ich einfach baff. Alle Lieder auswendig lernen und dann performen mit Dolmetschersprache. Wow, klasse Event.